Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wolf Info Aktuell. Mit der kontinuierlich ansteigenden Anzahl an Wölfen steigt auch die Gefahr von Übergriffen auf Weidetiere. Hierbei kommt es dann auch immer öfter zu Ausbrüchen der Weidetiere, welche genau durch diese Wölfe in Panik versetzt wurden. Dies führte in vergangener Zeit schon mehrfach zu Verkehrsunfällen. Nun stellt sich natürlich die Frage, wer haftet? Bei unseren Recherchen mussten wir leider sehr Überraschendes feststellen. Es gibt nämlich Situationen, mit welchen die wenigsten Verkehrsteilnehmer rechnen und für diese sogar existenziell werden können. Zu diesem Thema hat unsere Reporterin Margot Trinkmann recherchiert und wie schon erwähnt, Überraschendes herausgefunden. Hallo und auch für Sie ein ganz herzliches Willkommen, Frau Margot Trinkmann. Ja, hallo Herr Braun. Frau Trinkmann, Sie haben unter dem Motto, was leistet die Versicherung wann, welche Voraussetzungen müssen Zäune haben, ist eine wolfsabweisende Zäunung Pflicht, den Versicherungen die Fragen gestellt. Ja, ich habe also mehrere Versicherungen, die mir jetzt bekannt waren, angeschrieben. Ich möchte die kurz nennen. Das ist einmal die GHV, die Uelzner Versicherung, die Provinzialversicherung und die Allianzversicherung. Die R&V hatte ich auch angeschrieben, leider Gottes haben die nicht geantwortet. Okay, dann steigen wir ein. Wie sieht nun die Haftungsfrage für den Tierhalter aus bei Ausbruch? Ja, erstmal müssen wir schauen, welche Voraussetzungen müssen denn die Zäune haben. Die Versicherungen setzen natürlich verschiedene Parameter, wie die Zäune aussehen müssen. Und da sagen die halt, die Zäune müssen in der Höhe und der Stabilität zur Außenhaltung von Weidetieren geeignet sein. Das bedeutet also, habe ich einen Pony, brauche ich niedrigere Zäune, kann ich niedrige Zäune bauen, habe ich ein Großpferd, muss der Zaun höher sein, habe ich ein Springpferd, muss der Zaun höher sein, halte ich Hengste, müssen die Zäune auch nochmal höher sein. Da gibt es also ganz tolle Praxistipps in der AID-Informationsbroschüre sichere Weidezäune. Okay, dann wie sieht nun die Haftungsfrage für den Besitzer des Tieres aus? Wir denken jetzt hier zum Beispiel an Pferde. Ja, also wir haben da zwei Unterschiede. Und zwar haben wir einmal den Halter des Pferdes und einmal haben wir den Besitzer des Pferdes. Der Halter des Pferdes ist erstmal verantwortlich, das heißt, die Pferde brechen aus, warum auch immer. Der Besitzer des Pferdes bekommt die Rechnung und gibt die dann an den Tierhalter weiter. Die Versicherungen schauen dann, wie ihre Leistung, ob sie leisten. Und zwar hängt es dann wiederum davon ab, wie ist die Lage der Weide, wie sind die Höhe der Zäune, wie ist die Stabilität der Zäune. Sind Hütehunde vorhanden, werden Tiere privat oder in einem gewerblichen Zweck gehalten? Okay, Frau Trinkmann, welche Versicherungen braucht der genannte Personenkreis? Wir müssen einmal unterscheiden, Personenkreis Privathalter und einmal gewerblicher Halter. Wenn wir mit dem gewerblichen Halter beginnen, da ist es zu empfehlen, eine betriebliche Haftpflichtversicherung abzuschließen und das Risiko Weidetierhaltung mit einzuschließen. Bei verschiedenen Versicherungen sind es mit drin, bei anderen Versicherungen muss man das extra nochmal abschließen. Da ist es so, dass man sagt, okay, wir machen dann nochmal Halten und Hüten der Pferde sowie Schäden am Pensionspferd. Das kann also einzeln für jedes Pferd abgesichert werden, wird in der Höhe von 10 Millionen Euro genommen. Der private Pferdehalter, der also auf seinem eigenen Grundstück 1, 2, 3, 4, 5 Pferde stehen hat, für den reicht dann die private Pferdehaftpflichtversicherung. Weiterhin kann man sich natürlich absichern, dass man die Schäden an seinem Pferd bezahlt bekommt. Da bieten die Versicherungen für den Pferdebesitzer an eine OP-Versicherung. Hier werden also alle Schäden bezahlt, sobald sie operiert werden müssen. Dann gibt es eine Lebensversicherung fürs Pferd, die man abschließen könnte, wenn man sagt, so, ich habe ein besonders wertvolles Pferd oder halt, um eventuelle Kosten, die auf einen zukommen, nochmal abzusichern. Da gibt es also ab 2000 Euro aufwärts Versicherungen, die man dazu abschließen kann. Kommt bei Verletzungen die Pferdekrankenversicherung oder die OP-Versicherung zum Tragen? Ja, auf jeden Fall. Ne? Sofern also eine Operation, Wundschnähte sind erforderlich, es muss gesäubert werden, das Pferd bekommt eine
das Pferd bekommt eine Stand-OP oder es wird halt in der Klinik behandelt. Das wird aber alles über die Pferde-OP-Versicherung bezahlt. Wie muss der Grund des Weideausbruchs aus der Weide dokumentiert werden? Da sagen die, sind die Versicherungen ein bisschen unterschiedlich. Die eine Versicherung sagt, ja, okay, ich möchte einen Gutachter haben oder und Polizei oder Tierarzt, der das bestätigen kann. Ja. Andere Versicherungen sagen, okay, bitte mit Bildern einreichen und dokumentieren. Ob dann hinterher dann nochmal ein Gutachter hinzugezogen wird, das kann man natürlich nicht sagen. Ich denke mir auch, das hängt auch unter Umständen mit der Höhe des Schadens zusammen. Frau Denkmann, Sie hatten vorher ja angesprochen, dass unterschieden wird zwischen Privathaltung und gewerblicher Haltung. Wie haften Landwirte, die Kühe oder Pferde halten? Ja, es gibt also Unterschiede. Und zwar einmal laut § 833 BGB hafte ich als privater Tierhalter für alle Schäden, die mein Pferd, mein Rind oder mein Schaf anrichtet. Bin ich aber ein Tierhalter, der seinen Lebensunterhalt aus dieser Tierhaltung bezieht, kann ich mich laut § 833 BGB enthaften lassen. Bedeutet, richtet mein Tier einen Schaden an, auf der Flucht, draußen, auf der Straße, bin ich nicht dafür haftbar. Ein Mensch wird verletzt, ich muss nicht zahlen. Im Endeffekt könnte es natürlich sein, dass Schadensersatzklagen auf mich zukommen. Diese gebe ich an meine Versicherung weiter. Die Versicherung sagt, nein, er ist enthaftet, es wird nicht geleistet. Das heißt jetzt, wenn man das jetzt interpretiert, Wölfe bringen Kühe, Pferde zum Ausbrechen, die rennen auf die Autobahn, es passiert ein richtig schwerer Unfall. Die Menschen werden teilweise schwer verletzt. Dann haben die nicht nur das Problem ihres Unfalls und der Verletzung, sondern sie haben dann auch das Problem für in der Zukunft. Sie bekommen keine Entschädigung, bekommen keine finanziellen Hilfen. Genau, sie bekommen also keine Entschädigung durch das Tier, das diesen Schaden verursacht hat, sondern sie müssen hoffen oder darauf zurückgreifen, Versicherungen, die sie selber persönlich abgeschlossen haben. Unfallversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, das sind dann Versicherungen, die dann privat abgeschlossen werden, aber man bekommt kein Geld aus dem Verursacher. Das sind natürlich Informationen, die mit Sicherheit ganz, ganz viele Verkehrsteilnehmer nicht wissen. Da sind wir sehr dankbar, Frau Drinkmann, dass Sie hierüber recherchiert haben und auch die entsprechenden Informationen jetzt transportiert haben. Deshalb bedanke ich mich, Frau Drinkmann, und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Das war Wolf Info aktuell. Wenn Ihnen unser Video gefallen hat, hinterlassen Sie uns doch bitte einfach einen Daumen hoch oder Sie abonnieren uns, dann verpassen Sie keines unserer weiteren Videos. Als denn, passen Sie auf sich und wenn Sie haben, ganz besonders auf Ihre Tiere auf.